بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، liebe Geschwister, in dieser unseren Playlist إن شاء الله تعالى werden wir ein Thema behandeln, was viele Geschwister oder wonach viele Geschwister fragen. Und zwar werden wir hier in der Playlist, es geht um Fiqh bzw. Usul Fiqh, also Methodenlehre, Fiqh-Lehre. Es ist eher mehr in der Usul Fiqh-Wissenschaft bezogen, das Thema, was wir hier behandeln werden, als in Fiqh, also in den, nicht in den Detailangelegenheiten. Wir werden nicht fragen nach, was ist das Urteil von. Die Usuliyun, die also die Gelehrten, die sich mit den Grundfundamenten des Fiqhs beschäftigen, tun das nur als Beispiele, geben beispielsweise um eine große Regel oder eine große Normquelle ein Beispiel dafür anzuführen. Hier geht es spezifisch um Usul al-Fiqh bzw. um den Ikhtilaf, die sogenannte Meinungsverschiedenheit, was jeder Bruder, Schwester schon mal gehört hat. Ja, in der Thematik gibt es Meinungsverschiedenheit. Ja, was ist die Antwort auf so und so? Ja, da gibt es Meinungsverschiedenheit. Und manche fragen dann spezifisch, warum? Ja, sogar wird das teilweise angeprangert und getadelt. Warum gibt es überhaupt Meinungsverschiedenheiten? Ist der Islam nicht einer? Haben wir nicht Koran und Sunna als Quelle? Das reicht doch. Warum dann diese ganze Meinungsverschiedenheiten? Und warum sagt ein Gelehrter in einer Thematik Haram? Ja, und ein anderer sagt Halal. Das gibt es tatsächlich. In einer Thematik sagt einer erlaubt und der andere sagt nicht erlaubt. Und der eine sagt verhasst, also Makruh, verpönt, und andere sagt nein, gern gesehen und Mustahab. Warum gibt es das? Und viele Gelehrten haben in Bezug auf diese große Thematik Bücher verfasst und diese Sache thematisiert. Und der Erste, der dieses verfasste, mein Gelehrter namens Ibn Zeyd al-Andalusi. Nicht Ibn Zeyd, sondern Ibn Zeyd. Und zwar hat er ein Buch verfasst namens At-Tanbih bzw. Al-Insaf. Das Buch hat mehr, zwei Namen. Das wurde als erstes gefunden in Bezug auf diese Thematik zu behandeln, um Licht ins Dunkle zu führen oder um Antworten für diejenigen zu bringen, die Antworten, die Fragen, warum gibt es Meinungsverschiedenheiten? Und ebenfalls Waliullah Ad-Dihlawi oder Ad-Dahlawi hat ebenfalls ein Buch verfasst. Und zwar Al-Insafu fi Bayani Asbab al-Ikhtilaf. So heißt sein Buch. Da geht er darauf ein, was die Ursachen und Gründe dafür sind, dass es Ikhtilaf gibt. Und es gibt Bücher, die dann detaillierter darauf eingehen. Er erwähnt die Thematik an sich, zum Beispiel das Kopf, Streich über den Kopf. Warum gibt es die Meinung, dass ein Viertel reicht oder drei Haare? Oder nur einmal, oder nein, du musst zweimal. Warum gibt es da verschiedene Angelegenheiten oder verschiedene Aussagen? Das finden wir ausführlich in einem der besten Bücher überhaupt, und zwar Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid. Also verfasst von einem malikitischen großen Kopf und im Vorwort ebenfalls geht er erstmal allgemein darauf ein, warum es denn diese Meinungsverschiedenheiten gibt. Und dann bringt er wirklich sein ganzes Buch nur Thematiken und
erwähnt beispielsweise die Thematik und dann sagt er, warum haben sie sich in der Thematik gestritten? Und dann geht er darauf ein, weil der diesen Beweis brachte und der diesen und für ihn war dieser Beweis schwach und für den war der authentisch oder der hat den Beweis nicht bekommen und der aber doch und der stellt Koran vor Hadith und so weiter und so fort. Genau. Dann, liebe Geschwister, es ist nur weiter geprasselt, bis wir zu einem großen Imam kamen, namens Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani Abu al-Abbas, seine Kunya. Und das Buch von Bidayat al-Mujtahid ist von Ibn Rushd. Den Autor habe ich vergessen, Ibn Rushd al-Qurtubi. Ein gigantisches Werk. Und der Name sagt schon alles. Bidayat al-Mujtahid ist der Anfang für den Mujtahid-Gelehrten. Ibn Taymiyyah hat ein Buch verfasst, das sehr, sehr oft erklärt wurde von Gelehrten, weil es genau diese Thematik behandelt. Und zwar der Versuch, die Gelehrten in diesem Buch zu entschuldigen und bringt logische und rationale Punkte, warum ein Gelehrter manchmal es so aussieht, als würde er gegen ein Hadith sprechen. Und dann zählt er 10 Gründe auf, die er in seinem Buch verfasst hat, namens Raf'ul Malam anil A'immatil A'lam. Der Name ist auch passend. Rafa kommt von ja, Rafa'a yarfa'u, du hebst etwas, nimmst etwas, hebst etwas auf. Was denn? Al-Malam. Al-Malam ist der Tadel. Ja, oder Al-Malama wird es auch genannt. Und ist auch ein koranisches Wort. Und Al-Malam ist der Tadel bzw. der Vorwurf. Also hat er sein Buch genannt wie: Ich will den Tadel und diese Vorwürfe aufheben, wegnehmen, sozusagen verteidigen. Wen denn, ja, Sheikh al-Islam? Anil A'immatil A'lam. Von Al-A'imma ist die Mehrzahl vom Imam. Schau mal hier, er nennt sie Imame. Das heißt, er hat selber Respekt vor den Gelehrten. Er hat nicht gesagt von irgendwelchen Studenten, nein, er nennt sie selber immer Imame. Al-A'lam. Al-A'lam ist die Mehrzahl von Alam. Also ein Symbol, eine Fahne. Berge nennt man auch Alam. Oder Feuer, welches man sieht, nennt man auch Alam. Also Imame, die wirklich große Persönlichkeiten waren in der Geschichte. Du sagst seinen Namen, die ganze Umma erkennt ihn. Wenn du zum Beispiel sagst, Imam Abu Hanifa ist ein Alam, ist ein Zeichen, wie ein Berg, ein Symbol. Genau wenn du sagst, Städte oder Länder, du weißt genau, wer das ist. Abu Hanifa und Imam Malik und Imam Shafi und Ahmed ibn Hanbal und Yahya ibn Ma'in und Ishaq ibn Rahuya und Sufyan al-Thawri. Und Sufyan ibn Uyayna, ja, war noch, und Abdullah ibn al-Mubarak, Imam und die 6 Hadith-Verfasser, Imam al-Bukhari, wa Muslim, wa Abu Dawud, wa Tirmidhi, wa Nasa'i, wa Ibn Majah, wa Ibn Khuzaymah, etc., etc., sie sind unzählig. Also, Al-A'lam ist die Mehrzahl von Alam, große Persönlichkeiten. Symbole dieser Umma, als würden sie die Fahne tragen des Wissens und des Islams. Kullu man lahu zuhurun wa sha'n. Alles, was deutlich ist und eine große Persönlichkeit ist, nennt man Alam. Und Ibn Taymiyyah sagt hier, Raf'ul Malam, ich werde den Tadel und Vorwurf wegnehmen, beziehungsweise verteidigen wen? Ja, diese Imame, die große Persönlichkeiten waren. Und ein Imam, sagen sie, huwa man lahu atba'un fi ikhtiyarihi wa qawlih. Ein Imam, diesen Titel zu bekommen, ist nicht einfach. Und mit Imam ist nicht hier gemeint der Imam der Moschee, was auf unseren Zungen ist, der Vorbeter. Oder Imam, ein Herrscher oder Präsident oder sonst. Nein, mit Imam ist hier tatsächlich der islamische Gelehrte gemeint, der viele Bedingungen erfüllen muss, bis er diesen Titel bekommt.
Und es gibt viele Titel. Können jetzt nicht auf alle. Es gibt den Imam, es gibt den Sheikh, es gibt den Alim, es gibt den Allama, es gibt den Ustadh, etc., etc., etc. Also ein Imam ist, steckt ja die Wort- und die sprachliche Wurzel dahinter jemandem, dem man folgt. Das ist die Sache. Seine Aussage basiert, gefiltert aus Koran und Sunna. Das heißt, er muss erstmal eine Stufe erreichen, dass, wenn er etwas sagt, diese Aussage dann tatsächlich gefolgt wird. Und so beschreiben sie auch den Mujtahid, beziehungsweise den Madhab. Huwa qawlul Mujtahid bidalil wa mata alayh. Es ist die Aussage des Mujtahids, in Klammern Imam, bidalil, er hat natürlich einen Beweis dafür, und er ist so dann gestorben, das heißt, er hat seine Meinung nicht geändert. Und in diesem Buch tut Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah die Gelehrten entschuldigen, weil sie tatsächlich manchmal Aussagen getätigt haben, indem du sagst, wieso hat er das gesagt? Da ist doch ein Hadith in Sahih Bukhari. Und jetzt kommt Ibn Taymiyyah und sagt, warum er diesen Hadith nicht berücksichtigt hat. Und nicht, wie wir immer sagen, ja, er hat ihn nicht erreicht. Diese Aussage an sich braucht einen extra Unterricht, weil, wenn die Imame die Hadithe nicht erreicht haben, wen haben sie denn sonst erreicht? Sie waren doch die Sammler des Wissens. Imam Bukhari selber sagt, er hat sein Sahih aus 650.000 Hadithen gefiltert. Sahih Bukhari, was jetzt aus ohne wiederholten knapp 3.000 Hadithe sind, hat er aus 56.000 gefiltert. Wenn er in den, der Hadith hat ihn nicht erreicht, aber dann uns? Und eins müssen wir hier wissen. Das Wissen damals war in ihren Brüsten, bis es dann verschriftlicht wurde. Und sie haben nicht alles verschriftlicht. Viele Sachen sind noch in Manuskripten und wurden gar nicht gedruckt bzw. bearbeitet. Und darum geht's. Ibn Taymiyyah zählt hier 10 Punkte auf, warum die Gelehrten teilweise sowas machen. Und den Khilaf zu kennen, die Gründe zu kennen, die Ursachen zu kennen, warum es Ikhtilaf gibt, ist sehr wichtig, besonders für den Studenten des Wissens. Deswegen wurden einige Gefährten von Imam Ahmad gefragt, warum er denn so viel sagt, La Adri. Das nennt man At-Tawakkuf. Er hält inne, er antwortet nicht. Wieso hat er so oft La Adri gesagt? Er weiß, er kennt in der Thematik des Urteils nicht, dass du denkst, er wusste nicht eine Aussage oder ein Hadith oder ein Vers oder eine Fatwa von einem Sahabi. Nein, er hat den sogenannten Tawakkuf gemacht, er hat innegehalten, nicht geantwortet, weil seine Schüler sagten, li'ilmihi bil khilaf, weil er wusste, in der Thematik gibt es so viele Aussagen. Also sage ich erstmal, ich halte inne oder ich weiß es nicht. Es gibt zu viele. Wer bin ich, dass ich sage, das ist die Wahrheit? Und das ist sehr wichtig für einen Studenten des Wissens, denn was wir heutzutage sehen, gerade bei der aufwachsenden Jugend, dass Gelehrte einfach so getadelt werden. Genau was Ibn Taymiyyah hier versucht zu beheben. Sie werden getadelt, ja, im schlimmsten Fall werden sie sogar beleidigt, ja, sogar teilweise aus dem Islam geworfen. Warum? Weil er, hast du nicht gehört, wie der Imam das und das gesagt hat? Tayyip, Ibn Taymiyyah wird uns sagen, denkst du, es gibt Gelehrten, die vertrauenswürdig sind und waren? Absichtlich will er über Allah und seinen Gesandten lügen? Das gibt's gar nicht. Wer sowas macht, ist eh raus aus dem Islam. Also was schreibst du diesem Gelehrten dazu? Oder womit bewirfst du ihn? Oder welchen Vorwurf tust du ihm in die Schuhe schieben? Und hier werden wir sehen, dass Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah genau das uns erklären will. Und so sagt er, beziehungsweise fängt an mit der Basmala, Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Und die Gelehrten fangen mit der Basmala an, wenn man sich die Gründe alle anschaut und sie sammelt, kann man auf 5 Punkte kommen, warum sie mit Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim anfangen in ihren Büchern. Erstens,
Weil der Koran so anfängt. Jede Sure fängt an mit Bismillahirrahmanirrahim. Also haben sie gesagt, wir nehmen uns ein Vorbild an den Koran und schreiben in unseren Büchern, bevor wir anfangen zu reden, Bismillahirrahmanirrahim. Natürlich außer Suratu At-Tauba. Das haben die Gelehrten natürlich auch nachgeforscht und recherchiert, warum fängt Suratul Tauba nicht an. Da gibt es zwei gewichtige Aussagen oder zwei. Es gibt mehrere, aber auf zwei, soweit ich weiß, hat man sich gestützt. Und zwar erstens, Suratul Tauba fängt an mit der Lossagung und mit Härte. Schau dir an, wie sie anfängt. Bara'atun min Allahi wa Rasuli. Allah sagt sich los. Er und seinen Gesandten von. Und dann fängt er an über die Götzendiener etc. etc. Das ist die erste Aussage, also keine Barmherzigkeit, weil sie fängt hart an. Und die zweite Aussage ist, dass Suratul Anfal, die Sure davor, zu Suratul Tauba gehört. Sie zusammenhängen. Warum? Weil beide reden über Schlacht, Kampf und Krieg. Und deswegen sagen sie, fing sie nicht mit Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim an. Genau. Und trotzdem gibt es natürlich 114 Basmalah. Warum? Weil die finden wir wieder in Suratu An-Naml, Sure 27, Vers 30, die Ameisen. Als Allah sagt, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. In Bezug auf den Vogel, der zur Königin geflogen ist und ihr ein Buch oder beziehungsweise eine Schrift abgesendet hat, zugesendet hat. Und darin stand Bismillahirrahmanirrahim, innahu min Sulaiman, wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Es ist von Sulaiman und dann stand die Bismillah drin, Bismillahirrahmanirrahim. Ebenfalls, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam selber seine Briefe und seine Werke, die er geschickt hat, ja, Briefe, zu den Königen und Hoheiten der verschiedenen Länder, hatte angefangen mit Bismillahirrahmanirrahim. Zum Beispiel in Sahih al-Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim, schau mal, Bismillahirrahmanirrahim, so hatte ein Brief angefangen, mit Muhammad ibn Abdullah, von Muhammad, der Sohn Abdullahs, wa Rasulihi und sein Gesandter, ila Hirakl, zum Heraklios, Azimir Rom, der großartige Herrscher der Römer. Salamun ala man ittaba al-Huda. Friede auf den, der der Rechtleitung folgt. Und ebenfalls hat er seine, daran kann man auch anhängen, seine Freitagspredigten. In manchen hat er auch mit der Basmala angefangen. In Bezug auf Suleiman a.s. können wir noch, dürfen wir einen anderen Propheten nicht vergessen, beziehungsweise Gesandten, und zwar den ersten Gesandten, der zur Erde geschickt wurde, zu einem Volk, nämlich Nuh. Als er in sein Schiff stieg, berichtet Allah über ihn und sagte, Bismillahi majriha wa mursaha. Also Bismillahi majriha, im Namen Allahs soll das Schiff nun fahren auf den Ozean. Und dann auch Bismillah im Namen Allahs soll auch seine Landung sein. Also Nuh kannte schon die Bismillah. Suleiman kannte die Bismillah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich kannte die Bismillah. Das waren zwei Punkte. Der Koran und die Propheten. Unser Prophet, seine Briefe, Suleiman, Nuh. Drittens, ein Hadith, der überliefert wurde, in dem die Gelehrten, viele von ihnen, ihn für schwach erklärten. Er hat aber sehr viele Wortlaute und von der Bedeutung her ist er richtig. Zum Beispiel sagte er: Kullu amrin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jede Angelegenheit, in der nicht mit Bismillahirrahmanirrahim angefangen ist, so ist sie abtar, abgeschnitten. Gemeint ist vom Segen. Und in einer Überlieferung, Kullu Kalamin, jede Worte, die man nicht anfängt mit Bismillahirrahmanirrahim, so sind diese abgeschnitten. Gemeint ist vom Segen, von der Baraka.
Genau. In einer anderen Überlieferung, Bilhamd, jede Sache, die nicht mit Alhamdulillah anfängt, und jede, in einer anderen Überlieferung, jede Sache, die nicht mit Bidhikrillah, mit dem Gedenken Allahs, anfängt, fahuwa aqta, abtar, aqta, verschiedene Wortlaute, abgeschnitten. Ajdam, auch abgeschnitten. Gemeint ist vom Segen. Wie gesagt, dieser Hadith aber ist umstritten bzw. schwach bei den Gelehrten. Dann, liebe Geschwister, viertens, wegen der Baraka. Denn Allahs Name ist Mubarak. Tabarak ismu rabbika dhil jalali wal ikram. Segensreich ist der Name deines Herrn. Jede Sache, die du anfängst, in der du Bismillah sagst, in Arabisch sagt man dazu, da gibt es einen Mahdhuf. Eine Sache, die nicht erwähnt wird. Die Tat aber selbst ist es. Wenn du trinken willst, sagst du Bismillah. Im Namen Allahs soll die Sache jetzt segensreich sein. Ja, was denn? Ja, dein Trinken. Bismillah. Warum sagst du Bismillah? Weil die Sache, die ich vorhabe, ich möchte, dass sie mit Segen gefüllt ist oder Segen in ihr haftet oder der Segen mich begleiten soll in der Sache. Was denn? Ja, weil ich gleich lese. Bismillah vor Essen, Bismillah vor Trinken, Bismillah vor Kleiden. Das ist damit gemeint mit der Baraka. Littabarruk. Und dann fünftens können wir sagen, das ist die Gewohnheit der Gelehrten. Also halt die Hunderte, Jahrhunderte lang schreiben die Gelehrten Bismillahirrahmanirrahim in ihre Bücher. Also halten wir uns daran und machen ihnen nach. Und einem Gelehrten zu ähneln, in so einer Sache oder nachzumachen, ist eine schöne Sache. Das sind fünf Punkte, die du dir aufschreiben kannst. Und dann kannst du jedes Mal die Besmele so erklären, warum fängt jeder mit der Besmele an, beziehungsweise mit Bismillahirrahmanirrahim. Dann sagt der Sheikhul Islam, rahimahullah ta'ala, Alhamdulillahi ala ala'ih. Alles Lob gebührt Allah aufgrund seiner Ala. Was sind Ala? Ala sind seine Gunsterweisungen. Fabi ayyi Ala ma. Welche Wohltaten eures Herrn wollt ihr beide denn leugnen? In Suratu Ar-Rahman wiederholt sich dieser Vers über 30 Mal. Also Ala sind die Gunsterweisungen. Und er sagt hier Alhamdulillah aufgrund seiner Gunsterweisungen und Wohltaten, die er uns gegeben hat. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه. Und er bezeugt, dass es niemanden gibt, der mit Wahrheit und Recht angebetet wird. Hier gibt es nämlich auch einen Mahdhuf mit Wahrheit bzw. mit Recht. La ilaha illallah, la ma'buda bihaq. Niemand wird mit Wahrheit und Recht angebetet, außer Allah. Also hier gibt es auch etwas Verstecktes. Wahda. Schau mal, du sagst La ilaha illallah, niemand hat das Recht angebetet zu werden außer Allah, und dann bestätigst du es nochmal, wahdahu, ein einziger. Du hast schon verneint, es gibt keinen außer ihn, aber dann bestätigst du und sagst wahdahu. Dann bestätigst du nochmal, La sharika lah, er hat keinen Teilhaber, weder auf der Erde, fi ardihi, wasamai, und auch nicht in den Himmel. Er ist ein einziger Gott, ein einziger Ilah. Ilah ist Al-Ma'bud, der Angebetete. Es gibt keinen, weder im Himmel noch auf der Erde, außer ihn selbst, subhanahu wa ta'ala, über seinem Thron erhoben. Und auf der Erde beten wir ihn an. So wie es in Suchruf heißt, Surat Suchruf. Er ist Ilah im Himmel und Ilah auf Erden. Das heißt nicht, Allah ist auf Erden. Wir haben ja gesagt, Allah ist der Angebetete. Das heißt, er wird auf der Erde angebetet und ebenfalls in den Himmel von den Engeln und von den Menschen hier auf der Erde. Allah subhanahu wa ta'ala, wie er beschreibt, im Koran ist über seinen Diener. Und er ist der Allbezwinger über seine Diener. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, er hat sich über den Thron erhoben. Ja.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Diener und sein Gesandter ist. Und das musst du auch erfüllen. Und zwar, dass du, was heißt das, dass du sagst, Mohammed ist der Diener? Ich bezeuge, dass Mohammed der Diener und Gesandter Allahs ist. Das heißt, du folgst seiner Sunna. Das heißt, du hältst dich fern von dem, was er verboten hat. Du tust ihn für bewahrheiten in all dem, was er gesagt hat und überliefert hat, etc. Und folgst ihm, so wie er praktiziert hat. Und er ist Khatamu Anbiya'i. Und Al-Khatam ist das Siegel der Propheten, weil es nach ihm keinen Propheten bzw. Gesandten mehr gibt. So wie er selbst sagte, La Nabiyya Ba'di, es gibt keinen Propheten nach mir. Und Allah subhanahu wa ta'ala betitelt ihn ebenfalls so als Khatamul Anbiya in Suratul Ahzab, so 33, die Gruppierungen. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walaki Rasulallahi wa Khatama oder Khatamu oder Khatima, je nach Lesart. Er ist der Siegel der Propheten. Khatamun Nabiyyin, also Siegel der Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und dann sagt es auch, sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in, die Segenswünsche auszusprechen, ist Sunna bzw. Wajib, jedes Mal, wenn man seinen Namen hört. Wa ala alihi wa ashabihi. Salatan da'imatan ila yawm liqa'ihi wa sallama taslima. Und ebenfalls diese Segenswünsche und die Baraka und alles Gute, was wir gerade gewünscht haben für ihn, soll auch erreichen sein Erl. Und zu Erl gibt es ebenfalls mehrere Aussagen. Sheikhul Islam, nennen wir ihn auch so, Ibn al-Qayyim, hat ein Buch verfasst. Jala'ul Afami heißt das, indem er die Vorzüglichkeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Speziell dafür, rund um die Vorzüglichkeiten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und darin erwähnt er vier Aussagen der Gelehrten, was er dann bedeutet. Und zwar, als er diese vier Aussagen aufzählte, sagte er: Wachtulifa fi Ali Nabi ala arba'ati aqwal. In Bezug auf Al gibt es Meinungsverschiedenheiten. Vier Aussagen dazu. Faqil, so wurde gesagt, humul ladina hurjimat alayhim as-sadaqa. Es sind all diejenigen, die keine Spende annehmen dürfen. Denn wie ihr wisst, die Propheten nehmen keine Spende an, genauso seine Sippschaft nicht. Also wurde gesagt, Erl bedeutet jeder, der die Spende nicht annimmt. Wal qawlu thani, zweite Aussage, an der Erl Nabi, hum dhurriyatuhu wa azwajuhu khassah, hakahu ibn Abdul Barri fi Tamhid. Zweite Aussage, Erl sind seine Kinder und seine Ehefrauen spezifisch. Das erwähnte Ibn Abdul Barr. Das ist ein großer Imam der malikitischen Rechtsschule, erwähnt das in seinem Wort At-Tamhid. At-Tamhid ist eine richtige, riesengroße Enzyklopädie. Fiqh-Enzyklopädie. Die Erklärung von, genau, von Al-Muwatta, das Buch von Imam Malik. Und er hat eine weitere Enzyklopädie namens Al-Istidhkar. Da erwähnt er alle Fiqh-Thematiken und die Meinungsverschiedenheiten. Dritte Aussage, An-na'alahu, sallallahu alaihi wasallam, atba'uhu ila yawm al-qiyamah. Es sind alle Nachfolger bis zum Tag der Auferstehung. Erwähnte auch Ibn Abdul Barr. Überliefert von manchen Gelehrten. Wa aqdamu man ruya anhu hadha al-qawl, Jabir ibn Abdullah. Und der Früheste, der das sagte, dass alle Nachfolger des Propheten sallallahu alaihi wasallam Al genannt werden, war Jabir ibn Abdullah, der große Gefährte, radiallahu anhu.
ورجحه شيخ محي الدين النووي. Und Imam Nawawi in seiner Erklärung zu Sahih Muslim hat das als starke oder stärkste Aussage gesehen. Dass mit Al gemeint ist, alle Nachfolger bis zum Tag der Auferstehung. Und in der vierten Aussage, Anna Alahu, sallallahu alaihi wasallam, humul atqiya min ummatihi. Es sind nur die Gottesfürchtigen von seiner Umma. Hakahu Qadi Hussein. Qadi Hussein ist dieser Meinung unter Raghib al-Asfahani und eine andere Gruppe von Gelehrten. Und dann geht er natürlich darauf ein und bringt für jede Aussage, typisch Ibn Qayyim, für jede Aussage den Beweis, etc. etc. Also geht dann richtig drauf ein. Ich habe euch hier nur die Auslese gegeben. Okay? Dann sagt er, wa ala alihi wa ashabihi, also Al mit diesen vier Bedeutungen, wa ashabihi, seine Gefährten, salaten da'imatan, ein ständiger Segenswunsch soll stattfinden für sie, ila yawmi liqa'ih, bis zum Tag, an dem wir ihn, Allah subhanahu wa ta'ala, treffen. Wa sallama taslima, und gegrüßt seien sie mit gehörigem Gruß, so wie es ihnen zusteht oder gebührt, denn es sind große Persönlichkeiten. Dann sagt er, wa ba'du, oder wa amma ba'du, nennt man Faslul Khitab im Arabischen. Und der Erste, der das wohl ausgesprochen haben soll, soll Dawud sein. Der Fasl al-Khitab, so wie es Allah erwähnt, auch in Suratu Sa'd, wir gaben ihm Fasl al-Khitab, denn Dawud war auch ein Prediger zu seinem Volk. Das trennt das Vorwort von dem, was kommt, kann man übersetzen als sodann. Oder du brichst ab und fängst eine neue Rede an. Und die Rede, die danach kommt, muss mit dem Buchstaben Fa anfangen. Muss. Wa ba'du fa. Amma ba'du fa. Und hier natürlich auch. Er sagt, wa ba'd, so dann, fayajibu. So sagt er weiter, Sheikh al-Islam, fayajibu ala al-Muslimina ba'da muwalatillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam muwalatul mu'minin. So ist es Pflicht. Und es muss sein. Ala al-Muslimin. Für die Muslime. Ba'da muwalatillah. Nachdem sie Allah Mualat kommt von Al-Wala, das heißt die Loyalität und die Liebe zu Allah und die Unterstützung und Hilfe. Was? Kann man Allah unterstützen und helfen? Allah braucht doch niemanden. Ja, natürlich. Was ist aber damit gemeint? Beziehungsweise so hat der Koran es uns gelehrt, als er sagte in Surat al-Hadid, وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. Also damit Allah weiß, wer ihm verhilft und seinem Gesandten im Verborgenen. Was heißt es, Allah helfen? Ja, seine Religion, seinem Buch nach vorne zu bringen. Das ist damit gemeint. Allah kann zu uns helfen. Deswegen beendet er den Vers mit, Inna Allah qawi, Allah ist stark, er braucht dich nicht. Was für eine Hilfe. Aziz und allmächtig, er kann es auch selber machen. Aber er gibt dir die Tür, um deine Hasanat, um deine Stufen zu erhöhen. Hilfe Allahs Sache. Und Al-Mualatu, hier Al-Mahabbatu fillah, es ist die Liebe für Allah. Wa Nusratul Mu'minin, beziehungsweise Nusratullahi wa Rasulihi wal Mu'minin. Es ist der Sache Allahs zu verhelfen und der Sache des Gesandten und die Sache der Gläubigen zu helfen. Also sagt Ibn Taymiyyah, es ist Pflicht für jeden Muslim, nachdem er die Loyalität, Unterstützung und Hilfe Allahs verinnerlicht hat und die Sache tatsächlich umsetzt, zwar Allahs Sache hilft, wa rasulihi, der gleichen Sache auch dann seinem Gesandten, mualatul mu'minin, dass du das auch den Gläubigen gibst, die Hilfe, die Liebe, die Loyalität, sie ihnen zum Sieg verhilfst, ist Pflicht. Warum ist es Pflicht? Kama nataqa bihi al-Quran, sagt er weiter, denn das hat der Koran tatsächlich ausgesprochen, metaphorisch gemeint. Wo denn? Er sagt beispielsweise in Suratu al-Ma'idah,
Sure 5, Verse 55 und 56, als Allah sagte: Innama waliyukumullah. Schau mal, euer Schutzherr ist Allah, wa rasuluhu und dann sein Gesandter, walladhina amanu und dann die Gläubigen. Und innama nennt man im Arabischen al-hasri wal-qasri. Du reduzierst die Sache und schneidest sie ab, begrenzt sie nur auf bestimmte Sachen, wie innama al-a'malu binniyat. Du begrenzt deine Taten nur auf eine Absicht. Das heißt, sie sind nur gültig mit einer Absicht. Und hier tut Allah subhanahu wa ta'ala begrenzen den Schutzherr auf drei: Allah, sein Gesandter und die Gläubigen. Diese drei sind deine Schutzherren. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu. Dann beschreibt er die Gläubigen, wer sie tatsächlich sind. Alladhina yuqimuna salah, die das Gebet verrichten. Wa yu'tuna zakah, die Pflichtspende, die Zakah entrichten. Wa hum raki'un, und sie sind dabei. Raki'un heißt demütig, ergeben und unterwürfig. Das ist eine Eigenschaft eines Gläubigen. Wenn er hört, Allah und sein Gesandter haben das gesagt, dann ist er demütig, ergeben und unterwürfig. Dann sagt er in Vers 56: وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. Und wer sich diese dreien zum Wali nimmt, zum Schutzherr nimmt, ihnen loyal gegenüber ist, gegenüber Allah, seinem Gesandten und den Gläubigen, so wird der Hizb Allah, also die Gruppe Allahs, die erfolgreiche Gruppe sein, die siegreiche Gruppe sein. Ebenfalls in Suratu At-Tawbah: Wal-Mu'minuna wal-Mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Gläubige Männer, gläubige Frauen sind zueinander Awliya, Schutzherren. Loyalität für sie und umgekehrt. Sie für uns, also unter den Gläubigen, Loyalität und Hilfe und Liebe und zum Sieg verhelfen. Ja, dann beschreibt er sie hier ebenfalls. Was sind ihre Eigenschaften? يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Schau mal, das Gebet und die Zakat spielen immer eine große Rolle, wenn es um den Iman geht. Er sagt: يأمرون بالمعروف, sie gebieten das Gute. وينهون عن المنكر, und prangern das Schlechte an oder verbieten es. ويقيمون الصلاة, und sie verrichten das Gebet. Und entrichten die Pflichtabgabe. Und sind gehorsam gegenüber Allah und seinem Gesandten. Was ist mit ihnen, Herr Allah, wenn wir so handeln? Ulaika, das sind diejenigen, die Allah erbarmen wird. Inna Allaha Azizun Hakim. Allah ist allmächtig, es zu machen und weise in seinen Taten. Warum gerade diese? Subhanallah. Also seht ihr, wie wichtig es ist, diese Loyalität zu haben zu Allah und seinem Gesandten und den Gläubigen. Wir sind eine Familie. Und ebenfalls in anderen Versen, zum Beispiel Al-Hujurat, Sura 49, als Allah sagte: Innamal mu'minuna ikhwah. Hier wieder innama, nur die Gläubigen sind hier Geschwister bzw. Brüder. Und im Hadith: Al-Muslimu Achul Muslim, der Muslim bzw. Muslima ist damit immer natürlich gemeint, Klammer die Frau, ist der Bruder bzw. Schwester des Muslims. Ja, was sind denn ihre Eigenschaften? Er sagt: La yakhunuhu, er verratet ihn nicht. Und er verrät ihn nicht. Wala yakdhibuhu, er belügt ihn nicht. Wala yakhdhuluhu, und er lässt ihn auch nicht im Stich, wenn du deinen Bruder oder Schwester siehst, wie er in einer Notlage ist und er am Ertrinken ist, metaphorisch oder in Wirklichkeit,
dann lässt du ihn nicht im Stich. Das ist die Loyalität, Al-Wala. Das muss sich irgendwie zeigen, bitteschön. Al-Wala wal-Bara wird immer gepredigt. Al-Wala, ja, wie zeichnet sich das denn aus? Ja, indem du Allah gehorchst und dem Gesandten gehorchst und den Gläubigen auch ihre Rechte gibst. Du betrügst ihn nicht, du belügst ihn nicht, du verratst ihn nicht und du lässt ihn auch nicht im Stich. Ihr seid Gläubige und es gibt viele Hadithe, in denen Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wasallam das aufzeigen, dass die Gläubigen eine Familie sind. So, dann sagt er weiter, Sheikhul Islam, rahimahullah ta'ala, kama nataqa bihi al-Qur'an, khususan al-Ulama. Also als er sagte, es ist Pflicht für die Muslime, nachdem man die Loyalität, Unterstützung, Hilfe zu Allah geschworen hat, sage ich mal, und seinem Gesandten ebenfalls den Gläubigen diese erbringt, so wie es der Koran aufgezeigt hat, wir haben die Verse gelesen, dann sagt er, khususan al-Ulama, und erst recht und besonders die Gelehrten. Ah, und hier fängt er an, und man merkt schon, über was das Buch handeln wird. Er sagt, und besonders die Gelehrten. Warum? Die Gelehrten sind auch Gläubige, aber die sind noch mal spezieller. Das ist normal. Er hat das nötige Wissen. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam und Allah subhanahu wa ta'ala vor ihm darauf hingewiesen hat. In vielen, vielen Versen werden die Gelehrten gelobt. Beispielsweise in Surah Az-Zumar, Surah 39, Vers 9, als Allah sagte, Qul, sag, o Gesandter, hel yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Sind da diejenigen, die wissen und diejenigen, die nicht wissen, gleich? Antwort wird nicht gesagt, weil sie schon klar ist. Nein, niemals. Innama yatadhakkaru ulul albab. Nur jemand, der Verstand hat, denkt ja nach. Also sie haben eine hohe Stufe. Und er sagte, sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man lam yarham saghirana. Er gehört nicht zu uns. Wer denn, o Gesandter, der den Kleinen von uns nicht erbarmt? Kabirana und den Älteren von uns nicht würdevoll behandelt, besonders wenn er ein Greis ist und schon weiße Haare hat. Und wer noch? Haqqa. Der gehört auch nicht zu uns, der dem Gelehrten sein Recht nicht kennt. Der Gelehrte hat sich aufgeopfert, jahrzehntelang, um die Religion für uns zu erleichtern, beziehungsweise um uns aufzuzeigen, die Urteile etc. etc. Er hat Rechte gegenüber uns, die müssen wir erfüllen. Und der Prophet sagt hier, er gehört nicht zu uns, wer das Recht der Gelehrten nicht kennt. Wie sieht es dann mit jemandem aus, der sie beleidigt? Ja, sogar vom Islam aus schließt. Gigantisch. Der Hadith überliefert Sheikh Albani in seinem Sahih al-Jami' und er sagte Hassan. Und die Verse, die über die Gelehrten reden, sind viele, wir kommen noch dazu. Ibn Taymiyyah unterstreicht hier aber, wir müssen Loyalität zeigen zu Allah, zu seinem Gesandten und zu den Gläubigen und dann sagt er, und erst recht zu den Gelehrten. Wer sind sie? Alladhina hum warathatul anbiya. Er sagt, die Alladhina, denn sie sind ja die Erben der Propheten. Und das ist auch eine bekannte Sache, dass die Gelehrten die Erben der Propheten sind. Und das hat er sich aus dem Hadith heraus gefiltert oder heraus gefischt. In Sahih al-Bukhari, in seinem Buch, also das authentische große Werk, darin hat er nochmal Kapitel oder nochmal Zwischenbücher. Und ein Buch davon heißt Kitabul Ilm, das Buch des Wissens. Darin hat er ein Kapitel namens Babun al-Ilmu qabla al-Qawli wal-Amal. Kapitel, das Wissen steht vor der Rede und der Tat. Liqawlihi ta'ala, aufgrund der Aussage Allahs, fa'lam annahu la ilaha illallah, wisse in Befehlsform, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Bukhari sagt, dieser Vers, daraus können wir eine schöne Überschrift fassen. Welche denn? Das Wissen steht vor der Rede und der Tat. Wo ist das Wissen hier? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Und dann kam erst die Tat. Wastaghfir li dhanbik. Und bitte um Vergebung. Das ist die Tat. Also sagte er, Wissen steht vor Rede und Tat.
Dann sagt er, فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ, so hat Allah mit dem Wissen angefangen. وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ, und dass die Propheten die Erben, dass die Gelehrten die Erben der Propheten sind. وَالْوِرَاثَةُ تَقْتَدِي الْقُرْبِ, und das ist klar. Ihr wisst, dass man erben kann von Familienmitgliedern, das heißt Blutsverwandtschaft. Und hier wird dieses Wort Weratha erwähnt, erben. Das heißt, jeder Gelehrte ist nahe an dem Propheten. Warum? Weil er hat von ihm was geerbt, als würde er zu seiner Familie gehören. Nicht vom Blut, aber von der Wissensfamilie her sind die Propheten die nächsten Menschen zu den Gesandten, weil sie haben sie beerbt oder von ihnen geerbt. Subhanallah, was für eine Ehre. Deswegen sagt Ibn Taymiyyah, khususan il ulama, du bist loyal zu Allah und seinem Gesandten und den Gläubigen, aber bitte sei zu den Gelehrten ebenfalls loyal und besonders zu ihnen. Allah und sein Gesandter sind auf einer anderen Stufe. Er geht hier ein auf die Gläubigen und von ihnen besonders die Gelehrten. Dann sagt er, warrathul ilma, sie haben das Wissen hinterlassen. Man achadahu, wer es nimmt, achada bihadhin wafir. Was heißt achada bihadhin wafir? Er nimmt es nicht nur so und rezitiert es, nein, achada bihi, ay amila bihi. Er praktiziert es und wandelt es in Tat um. Das heißt, und er hat, schau mal, achada bihadhin wafir, tam, kamil. Er hat einen vollkommenen, nichts Mangelhaftes, sondern etwas Volles, riesengroßes Paket an Wissen erlangt und genommen. Warum? Er hat das Wissen der Propheten gelernt und dann in die Tat umgewandelt. Du hast es verdient, Gelehrter genannt zu werden. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ بِهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Und wer einen Weg einschlägt, und die Wege, wie man Wissen erlangen kann, sind viele. Unter anderem jetzt, wenn du dir diesen Vortrag anschaust, mit der richtigen Absicht. Wer einen Weg einschlägt, um Wissen zu erlangen, so wird ihm Allah einen Weg erleichtern zum Paradies. Den Hadith kennt ihr alle. Also, der Wortlaut von Ibn Taymiyyah und besonders den Gelehrten ist nicht einfach so aus seiner Nase gezogen. Nein, 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 er hat wirklich Beweise dafür. Und daran siehst du schon, dass Gelehrten reden mit Beweisen, nur du siehst sie nicht. Was aus seinem Mund kommt, kann man alles belegen. Genauso wie die Fiqh-Bücher, vor denen sich manche fürchten. Er sieht da nur die Bedingung des Gebets und dann zählt er auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann kommt ein Laie und sagt, ich sehe weder ein Vers noch ein Hadith. Ja, Bruder, Schwester, diese Dinge sind eigentlich die Auslese aus den Versen und aus den Hadithen. Der Gelehrte hat es gepresst und die alles schön aufgelistet. Diese ganzen Dinge haben Beweise, nur er hat sie nicht erwähnt, um für Anfänger das Buch klein und schnell findbar und schnell lernbar zu machen. Wenn er die für alles Beweise hinschreiben würde, hättest du so ein Buch und dann die Motivation der Schwachheit hättest du niemals gelesen. Also denk nicht, dass ein Gelehrter ohne einen Beweis spricht und er sich diese Bedingungen ausgedacht hat. Weil wenn du weiter lernst in einem Madhhab in den nächsten Stufen, kommen die Bücher und dann werden auch die Beweise erwähnt. Nur sie fangen meistens mit Mukhtasarat an. Kurzfassungen, ja, Zusammenfassungen, kleine Bücher. Kleine Bücher, die man schnell lesen kann. Und der Gelehrte hat es dir leicht gemacht. Er sagt, hier sind 10 Bedingungen, lerne sie einfach auswendig. Sie stimmen schon. Ich habe diese aus Versen und Hadithen herausgefiltert. Und ein gewisses Vertrauen musst du ja zu einem Imam haben. Allah hat sie doch gelobt. Wenn du seine Biografie liest, weißt du, dass dieser Mensch niemals sich was aus der Nase zieht und irgendwo in ein Buch schreibt. Okay? So. Und diese Vererbung vom Wissen finden wir auch im Koran, als Allah sagte in Suratu, Fatir. So 35, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Guck mal, أَوْرَثْنَا hieß wieder dieses Wort wieder von Irth oder الْوِرَاثَة, dieses Erben und etwas bekommen. Allah sagt, und dann haben wir oder gaben wir das Buch denjenigen, die wir ausgewählt haben, auserwählt haben von unseren
Diener. Und dieser Hadith ist ein langer Hadith in Bezug auf, dass die Gelehrten die Erben der Propheten sind. Wir erwähnen den Wortlaut. Und zwar überliefert in Musnad von Imam Ahmad und den Sunan von Abi Dawud und den Tirmidhi und im Sahih von Ibn Hibban von Kathir ibn Qais al-Qal. Kathir ibn Qais, er sagte: Kuntu jalisan ma'a Abi Darda'i fi Masjid Dimashq. Ich saß mit Abi Darda, der große asketische Gefährte, radiallahu anhu, in der Moschee Damaskus. Dann kam ein Mann und sagte: Ja, Abu Darda, oh Abu Darda, inni ataituka min Madinati Rasuli. Ich komme zu dir aus Medina, Prophetenstadt. في حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ich bin gekommen aufgrund eines Hadith, den ich von dir hören will. Ich habe gehört, dass du diesen Hadith überlieferst und den Leuten erzählst. Du hadithuhu über den Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, den du von ihm gehört hast, natürlich. Faqala Abu Darda, dann sagte Abu Darda: Amma ji'ta li haja? Er wundert sich: Bist du wegen keiner anderen Angelegenheit gekommen? Aus Medina bis nach Damaskus? Amma ji'ta li tijara? Du bist nicht wegen Geschäft gekommen oder wegen einer anderen Angelegenheit? Amma ji'ta illa li hadha al hadith? Bist du nur gekommen aufgrund von einem Hadith? Schau mal, die Motivation und die Liebe zum Hadith. Qala naham. Er sagt: Ja, nur deswegen. Subhanallah. قال dann sagt er: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Dann sagt Abu Darda jetzt: Ich hörte den Gesandten Allah صلى الله عليه وسلم sagen: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. Der Hadith hat viele Wortlaute. Er sagt: Wer einen Weg einschlägt, يطلب فيه علما, indem er nach Wissen strebt, سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ, dem wird Allah einen Weg von den Wegen des Paradieses führen. إِنَّ الْعُلَمَاءَ, dann geht der Hadith weiter, bis er dann sagte: إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. Wahrlich oder gewiss, mit Bestätigung, حَرْفُ التَّوْكِيد, إِنَّ. Dieses Wort wird benutzt, um zu betonen und bestätigen. Gewiss, wahrlich, mit Betonung, die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Inna al-anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Die Propheten haben weder Dinar noch Dirham hinterlassen. Kein Geld, keine weltlichen Güter, kein Vermögen. Aber sie haben das Wissen hinterlassen. Wer es sozusagen nimmt, wer es nimmt, Klammern, es lernt, so wie es sich gebührt, und dann praktiziert und dann weitergibt, so hat er einen vollkommenen Teil an Wissen bekommen. Genau, denn du kannst ja nicht das ganze Wissen erlangen. Das gebührt nur einem Propheten. Und Sheikh Ibn Rajab oder Imam Ibn Rajab al-Hanbali hat diesen Hadith ausführlich erklärt in seiner Enzyklopädie-Reihe aus 5 Bänder. Hat er ein kleines Büchlein geschrieben und hat diesen Hadith von Abu Darda auf 50 Seiten erklärt. Da müsste jeder Student des Wissens mal einmal gelesen haben. Vielleicht machen wir das mal, inshallah. So. Dann sagt er weiter, Sheikhul Islam, Ibn Taymiyyah, nachdem er sagte, spezifisch erst recht die Gelehrten, die Erben der Propheten sind, dann beschreibt er sie weiter: الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر.
Er beschreibt sie weiter. Erstmal sagt er, sie sind die Erben der Propheten. Dann sagt er, es sind diejenigen, Allah hat sie auf die Stufe der Sterne gesetzt, verglichen. Yuhtada bihim, man orientiert sich an ihnen in den Dunkelheiten des Festlands und des Ozeans. In einem anderen Wortlaut von Anas ibn Malik, qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inna mathala al-ulama'i fil ard, das Gleichnis der Gelehrten auf der Erde, ka mathali al-nujumi fis sama, ist wie das Gleichnis der Sterne im Himmel. Sie sind Stars. Und in manchen Überlieferungen, sie sind der Mond. Yuhtada biha fi dhulumati al-barri wal-bahr. Man orientiert sich an den Sternen im Festland und auf den Ozeanen. Da ihr dann Tamasat in-Nujum, wenn die Sterne nun ausgelöscht werden, das Licht von ihnen verschwindet, awshaka an tadilla al-Huda, dann ist es ganz nahe, dass die Hudat irregehen. Und ein Had ist so wie ein Reiseführer. Jemand, der eine Gruppe führt. Diese Leute werden nicht mehr wissen, wohin, wenn die Sterne weg sind. In Klammern, die Gelehrten aussterben. Das ist das Gleichnis, nämlich. Und in einer anderen Überlieferung, Mathalul ulama, das Gleichnis der Gelehrten ist wie das der Sterne. Wal-A'lam, hier wieder das Wort, wie Symbole und Fahnen. Wie Schilder können wir sagen. Auf der Autobahn hast du Schilder. Das sind die Gelehrten, sie führen dich. Geh da lang, bis du nach Hause ankommst. Nur bei uns, sie zeigen uns die Religion. Fa'ida tawarat, taraddadu fil hira. Wenn nun die Sterne das Licht verloren haben, die Schilder wegmontiert werden, was passiert? Taraddadu fil hira. Dann wandeln sie hin und her in der Irre und in der Verwirrung. Also sieht sie, welche Stufe die Gelehrten haben. Sie sind Wegweiser. Und deswegen sagt hier Sheikhul Islam, Alladina ja'alahum Allahu bi manzilati an-nujum. Sie sind wie auf der Stufe der Sterne. Und die Sterne, hier gibt es einen schönen Zusammenhang. Sie sagen, al-Ulama'u zinatun lil-Ardi, kama anna al-Nujuma wal-Kawakiba zinatun lis-Sama. Hat Allah nicht gesagt im Koran, dass er die Sterne und Planeten als Schmuck gesetzt hat im Himmel? Doch in Sure As-Safat, Sure 37, Vers 6, sagt Allah, inna zayyanna as-Sama'a ad-Dunya bi zinatin lil-Kawakib. Wir haben ja das diesseitige Himmel ausgeschmückt, womit Al-Kawakib, mit Sternen und Planeten. Und er sagt hier, das ist eine Bemerkung von einem Gelehrten, das ist nicht von Sheikh al-Islam, er sagt, die Gelehrten sind ja wie Sterne, sie werden ja mit Sternen verglichen. Also genauso wie die Sterne Schmuck sind für den Himmel, sind die Gelehrten Schmuck für die Erde. Wunderschön. Dann hat er auch gesagt, Al-Ulama'u yuhtada bihim, kama anna an-Nujuma yuhtada biha. Die Gelehrten haben ja gesagt, sie sind ein Mittel, um die Rechtleitung zu erlangen. Wie denn? Ist das Schirk? Das ist kein Schirk. Wir beten keine Gelehrten an. Sie sind unsere Führer. Allah hat uns zu ihnen verwiesen, als er sagte, Fas'alu Ahle Dhikr in kuntum la ta'lamun. Frag die Ahle Dhikr in Klammern die Gelehrten, wenn ihr nicht weißt, wenn ihr nicht wisst. Du bist in der Irre, in der Dunkelheit. Du musst jemanden fragen, wen den Gelehrten. Also sagt er hier, yuhtada bihim. Sie sind ein Grund für die Rechtleitung, genauso wie die Sterne Rechtleitung sind für die Reisenden. Was hat Allah über die Sterne gesagt? Wa bin najmi hum yahtadun in Suratu an-Nahl, Sura die Bienen. So 16, Vers 16. Und er sagt, wa bin najmi hum yahtadun. Und durch die Sterne gelangen sie an
Rechtleitung, das heißt auch Festland. Sie wissen nach bestimmten Sternen, Geraden, sage ich mal, oder wie sie nebeneinander stehen, welchen Weg man einschlagen muss, etc. Ebenfalls in Suratul An'am, Sure 6, Vers 97. Als Allah sagte, sinngemäß, dass er die Sterne zur Rechtleitung gemacht hat. Er hat die Sterne gemacht, erschaffen, damit man sich an ihnen orientiert bzw. rechtleitet. Drittens, als der nächste Vergleich, an den Sternen erlangt man den richtigen Weg, genauso wie durch die Gelehrten. Drittens, al-Ulama urujumun ala al-Batili wa ahlih, kama anna al-Nujuma rujumun lish-Shayatini. Wunderschön. Er sagt, die Gelehrten sind wie Rajm, nicht Sternschnuppen. Wir können Sternschnuppen sagen, wie Geschosse. Auf was? Auf die Falschheit und die Leute der Falschheit, indem sie sie widerlegen und ihre Falschheit aufdecken und die Wahrheit aufzeigen. Genauso wie die Sterne Geschosse sind gegenüber den Schayatin. Oder nicht? Er sagte doch in mehreren Versen: Rujuman. Als Allah am Anfang von Surat al-Mulk über die Sterne sprach, sagte er: Und wir haben sie gemacht zu Geschossen gegen Schayatin, subhanallah. Und genauso sind die Gelehrten, sind Geschosse gegen die Falschheit. Eine vierte Sache wurde auch noch hinzugefügt: Die Sterne sind ja hoch über uns, hochragend, genauso wie die Gelehrten metaphorisch oben über uns sind und hochragen. Warum? Weil Allah sagte am Anfang von Suratu Al-Mujadila oder Al-Mujadala, am Ende der ersten Seite, Allah erhebt hier, sind hoch. Diejenigen, die glauben und diejenigen, die das Wissen bekommen haben um Rangstufen. Das heißt, die Wissen haben, sind viel höher als die normalen Gläubigen. Subhanallah. Wunderschöne Vergleiche. Genau. Dann sagt er weiter, Sheikh al-Islam, es gibt einen Konsens bei allen Muslimen bzw. Gelehrten selbst, dass die Gelehrten die stärkste Rechtleitung haben und die meiste Diraya, die Kenntnis haben bzw. Wissen. Das ist Konsens, das ist im Kopf aller Muslime drinnen, dass die Gelehrten die nächsten Menschen zu Allah sind, weil sie die Erben der Propheten sind. Die besten Menschen waren die Propheten und direkt hinter ihnen sind ihre Erben, die Gelehrten. Also ist das verankert bei allen Muslimen bzw. Gläubigen. Iz kullu ummatin qabla mab'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Denn jede Umma, die vor der Entsendung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, gelebt hat, deren Gelehrten waren die schlechtesten. Shiraruha, subhanallah. Warum? Er weist hier auf, Ghayril Maghdubi alaihim waladdalin hin. Weil ihnen das Wissen gegeben wurde, sie aber es nicht praktizierten. Ja, sogar in Surat al-A'raf erwähnt Allah über einen Gelehrten, dass er den gigantischsten Namen Allahs kannte, sich aber dem Diesseits zuwandte. Und so hat ihn Allah beschrieben oder das Gleichnis mit dem Hund, das Gleichnis mit dem Hund in Surat al-A'raf, Sure 7. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. So ist sein Gleichnis das Gleichnis des Hundes. Wissen bekommen, aber sich dann trotzdem dem Diesseits zugewidmet und das Wissen gelassen. Und so waren die Gelehrten
vor uns, wie es heißt im Tafsir von Raid al-Maghdub, die Juden, denen das Wissen gegeben wurde, diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, sie kennen ihn. Genauso wie sie ihre Kinder kennen. Das heißt Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Aber sie haben es gelassen. Sie verbergen die Wahrheit. Teilweise verfälschen sie die Wahrheit. Beziehungsweise verfälschen die Wahrheit. Sie haben Wissen bekommen und es gelassen. Deswegen sagt Ibn Taymiyyah hier, die vor uns, ihre Gelehrten waren die schlechtesten. Und illa al-Muslimin. Und natürlich auch die Christen. Deswegen sagte Sufyan ibn Uyayna, gestorben 107 nach der Hijra, er sagte: Man fasada min ulama'ina fafihi shabahun min al-Yahud. Wer von unseren Gelehrten im Islam fest unheilig wird, übel wird, ein Unheilstifter wird, so hat er Ähnlichkeit mit den Juden. Warum? Weil sie haben auch Wissen, es ist aber dann verborgen, versteckt, beziehungsweise verändert. Du bist ihnen gleich. وَمَنْ فَسَدَ مِنْ عُبَّادِنَا فَفِيهِ شَبَهٌ بِالنَّصَارَى. Und wer nur Gottesdienst, Gottesdienst, Gebet, 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 aber nicht weiß wie, so hat er, ähnelt er sich, ähnelt er den Christen. Denn sie haben einfach in der Dunkelheit herum geirrt ohne Wissen. Das heißt, wenn du schon Allah anbetest, dann bitte mit Wissen. Und deswegen sagt er, إِلَّا الْمُسْلِمِينَ, außer die Muslime, فَإِنَّ عُلَمَاءَهُمْ خِيَارُهُمْ. Denn ihre Gelehrten sind die Besten. Warum? Weil wir sind dazwischen. Wir haben das Wissen und praktizieren. Nicht wie die Juden, die Wissen haben und nicht praktizieren. Und wir haben Wissen und praktizieren richtig. Nicht wie die Christen, die kein Wissen haben und falsch praktizieren. Und in Bid'a, in Erneuerung etc. gefallen sind. Genau. Dann beschreibt er sie, illa al-Muslimin, außer bei den Muslimen, ihre Gelehrten sind die Besten, verinnerhum, warum, verinnerhum, sie sind die Nachfolger, die Statthalter nach ihm, nach dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in seiner Ummah, sie übernehmen den Job der Propheten. Wir haben ja gerade gehört, sie erben das Wissen und machen den Job des Propheten. Was war der Job des Propheten? Die Leute zum Islam, zum Tawhid, zum Praktizieren aufzurufen. Und wie, etc., etc. Fa'innahum na wal muhyuna lima mata min sunnati. Und sie beleben wieder und erwecken all das, was ausgestorben ist, die Leute vergessen haben oder gar nicht mehr praktiziert wird. Sie beleben das wieder von seiner Sunna. Sie kommen und lehren die Leute die Sunna, die Praktiken des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam. Also, wie gigantisch hier Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah die Gelehrten aufzeigt, als wunderschönes Vorwort, um dann, sodass das deine Wurzel ist. Dass du auf diesem Niveau gerade bist, wenn du zuhörst und liest, oh, die Gelehrten haben wirklich eine hohe Stufe. Also wehe dir, dass du sie tadelst und ihnen irgendetwas vorwirfst, was man nicht mal einem Dieb vorwerfen würde. Okay? Dann sagt er, rahimahullah ta'ala, bihim qama al-kitabu wa bihi qamu wa bihim nataqa al-kitabu. Er sagt, nachdem er sie gelobt hat und Sterne und dass die vorherigen Gelehrten in den vorherigen Gemeinschaften die schlechtesten waren, unsere aber die besten und dass sie die Nachfolger Chulafa sind, die Statthalter, die den Job des Gesandten übernehmen und wiederbeleben seine Sunna bzw. aufzeigen und lehren, dann sagt er, Bihim qama al-kitabu wa bihi Qamu. Yani, bihim qam al-kitab, durch die Sahaba natürlich zuerst, gelehrten Sahaba und dann die danach kamen, alle Gelehrten. Er spricht ja hier allgemein über Gelehrten und dieser Wortlaut Imam oder Gelehrte trifft auf die Sahaba zuerst zu, nach dem Tod des Propheten. Bihim qam al-kitab heißt, durch sie
ist das Buch aufgestanden, ja, der Koran. Wie? Ja, sie haben uns doch den Koran überliefert, oder nicht? Aber sie haben den Koran gesammelt. Abu Bakr zuerst, dann Omar bzw. Hafsa, und dann hat Uthman ibn Affan sie auf ein Wortlaut, sage ich mal, auf eine Sprache, eine Literatur, sage ich mal, gesammelt, auf eine Zunge gesammelt, weil Hudhayfa sah, wie sie sich streiten, in Bezug auf verschiedene Dialekte, verschiedene Arten, wie sie was aussprechen im Koran. So hat Uthman ibn Affan dieser Fitna ein Ende gesetzt und sie auf eine Zunge, auf ein Wortlaut gesammelt. Bihim kam al-Kitab, sie haben das Buch sozusagen überliefert und beschützt und bewahrt, damit er nicht zugrunde geht. Und das sagte Hudhayfa damals zu ihm. Er sagte: Rette deine Umma bzw. das Buch, bevor sie sich streiten, so wie die Juden und Christen sich vorher gestritten haben. Und so hat Uthman eine wunderschöne Sache gemacht, nämlich alle auf ein Mushaf gesammelt. Das heißt, der Wortlaut, was Ibn Taymiyyah sagt, Bihim qam al-Kitab. Sie haben das Buch gerettet und bewahrt und geschützt und dann in ein Buch gesammelt, sodass er uns perfekt erreicht hat, wie er damals beim Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Also seht ihr hier, wie Ibn Taymiyyah über die Gelehrten ständig lobt, lobt, lobt und hochredet. Und sie haben es auch verdient. Dann sagt er, Wabihi qamu. Und durch das Buch haben die Gelehrten erst Wert bekommen. Sie haben das Buch gelernt. Ilma nur amala. Sie haben es gelernt und dann praktiziert. Und dadurch bekommst du die hohen Stufen im Dies und Jenseits und Respekt vor den Menschen. Imam Shafi, er sagte, Man ta'allama al-Qur'ana 'azumat qimatuh. Wer den Koran lernt, seine Qima, sein Wert und sein Ansehen wird gigantisch und gewaltig sein unter den Menschen. Natürlich, du bist Gelehrter des Korans. Du kannst rezitieren, Tafsir, Offenbarungsablässe, Urteile, alles kennst du, Lesearten. Deswegen sagt er, Wabihi qamu, der Koran hat ihnen eine Stellung gegeben. Sie haben den Koran beschützt, dass er ja nicht zugrunde geht, weil Allah diese Menschen ausgewählt hat, subhanahu wa ta'ala. Und als Geschenk, lerne mich auswendig, lerne mich, so wirst du einen Wert bekommen. Das haben sie gemacht. Wabihim nataqa al-kitab. Und das Buch hat über sie auch gesprochen. Über wen? Über die Gelehrten. Wie? Hey, nataqa bifada'ilihim. Er hat ihre Vorzüglichkeiten aufgezeigt. Und zwar die zig Verse, in denen Allah die Gelehrten lobt. Zum Beispiel, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Hier haben wir wieder innama, weißt du, am Anfang nur begrenzt. Die Gelehrten fürchten Allah wirklich. Oder als er sagte, im Vers, den wir davor gehört haben, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, sind diejenigen, die wissen und nicht wissen, gleich? Niemals. Was noch? Zum Beispiel, er sagte, shahidallahu annahu la ilaha illa hu, wal malaikatu ulul ilmi, qa'iman bil qist. Allah selber bezeugt, dass es keinen gibt außer ihn. Und die Engel, und dann wen? Wa ulul ilmi, sagt Ibn al-Qayyim dazu, Allah nimmt sich keinen Schwächling zum Zeugen, keinen Tadelnswerten zum Zeugen. Also sind die Gelehrten weder schwach noch tadelnswert, nein, sie werden gelobt. Allah, Engel und dann die Gelehrten, welche eine Stufe. Und als er über die Gleichnisse sprach, sagte er, Wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Nur die Wissenden verstehen sie. Zig Verse, die über die Vorzüglichkeit der Gelehrten sprechen. Und ich habe passend hier dazu ein kleines Büchlein. Die Playlist habe ich auch schon angefangen. Wer sich, ist aber noch nicht vorbei, noch nicht zu Ende. Und zwar über 150 Hadithe über Wissen und Gelehrte. Die Playlist heißt Hadithe des Wissens. Und das ist voll. 150 Hadithe, die die Vorzüglichkeit des Wissens und der Gelehrten aufzeigt. Dann sagt er, Wabihi nataqu. Und sie wiederum, die Gelehrten, sprechen den Koran aus. Wie Qira'atan wa ta'liman wa istidlala. Sie lesen ihn. Wer kann den Koran am besten lesen? Auf schönste Art und Weise. Die Gelehrten. Wa ta'liman. Wer kann ihn am besten unterrichten und uns beibringen? Die Gelehrten. Wa istidlala. Und als Beweisführung. Wer kann das am besten? Ein Laie? Niemals. Ein Gelehrter. Ein Gelehrter weiß, ist der Hadith, ist der Vers abrogiert oder nicht?
Ist der Vers allgemein für eine Sache oder spezifisch? Hat er einen Offenbarungsablass oder nicht? Gibt es vielleicht andere Lesearten, die ihn noch besser zum Verstehen, das so, dass man ihn noch besser versteht? Das weiß nur ein Gelehrter. Und das ist ein schöner Satz, mit dem wir auch diesen ersten Teil abschließen. Das war der letzte Satz. Und nächstes Mal geht es weiter mit. Und er sagt dann, وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة. يعني da geht er darauf ein, dass niemand absichtlich einem Vers oder einem Hadith sich widersetzt. Niemals oder etwas dagegen sagen will. Und dann erwähnt er drei grobe Entschuldigungsgründe und dann die zehn, auf was sich sein Buch aufgebaut, wie er sein Buch auf, also zehn Entschuldigungsgründe, die er seinem Buch hier aufgezählt hat. Dann sage ich, Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Seid gespannt auf Folge 2, inshallah wa ta'ala.